Einen wunderschönen guten Tag und ein recht herzliches Willkommen zur 40. Ausgabe vom WWE Smash Talk. Die Survivor Series 2014 steht bevor. Grund genug für uns hier eine Preview für euch rauszuhauen. Wie heißt, dass ich heute nicht alleine bin, sondern einen Gast an meiner Seite habe, der heute mal nicht Chris heißt, sondern Brahma. Moin, moin und hallo, da bin ich wieder. Der Stargast schlechthin. Haben wir heute mal wieder den roten Teppich ausgerollt für die absolute Starbesetzung. Fühlst du dich denn willkommen? Alles andere hätte ich auch grotesk gefunden. Ja, ich freue mich. Okay, gut. Haben wir ihn schon mal nicht vergrault. Das ist doch schon mal super. Tagestier Nummer 1 wäre damit erreicht. Ja, Survivor Series 2014. Ich denke mal, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, es ist eine One-Match-Show, oder? Beziehungsweise eine Show, die nur um ein Match aufgebaut wurde. Ich sehe nicht viele andere Stories, ja. Von daher ist, denke ich mal, auch das Match, was die meiste Zeit bekommen wird. Ja. Aber wir gehen chronologisch durch das Ganze durch und starten in der Pre-Show. Es tut mir leid, wir müssen es tun. Und zwar wurde gesagt, dass ein neuer Fandango auftreten wird mit Rosa Mendes gegen einen mysteriösen Gegner. Wir könnten vielleicht ganz kurz darüber sprechen, was heißt jetzt vielleicht neuer Fandango und welcher Gegner könnte es denn jetzt sein? Ich kann mich da sogar relativ kurz halten. Ich glaube, bei Fandango wird jetzt gar nicht viel sich ändern. Er wird jetzt mit Rosa Mendes auftreten. Vielleicht wird er jetzt so ein bisschen der vom amerikanischen Tänzer irgendwie so lateinamerikanisch, dieser Latino-Tänzer oder sowas und knutscht sich da mit Rosa Mendes rum irgendwie so. Aber einen großen Charakter- bzw. Gimmickwandel sehe ich da eigentlich nicht bevorstehen. Das ist auch, muss ich sagen, völlig an mir vorbeigegangen. Ich kann mir da jetzt auch nichts Großes drunter vorstellen, vor allem wenn es halt irgendwie ohne Vignetten oder so angekündigt wird, dass da hat ja die WWE Gefallen dran gefunden, von daher erwarte ich da eigentlich nichts Großes. Was glaubst du, wer ist ein potenzieller Gegner, gegen den er antreten könnte? Ich würde mir natürlich wünschen, dass es irgendwie ein Debüt von NXT sein wird, aber ich glaube eher, dass es irgendwie ein Comedy-Charakter à la Santino sein wird. Da wird ja auch gemauschelt, schon seit Wochen, dass der nochmal zurückkommt. Er hat ja bei Facebook schon vor Wochen angekündigt, dass er halt seine Wrestling-Stiefel doch nicht an den Nagel hängt. Von daher, also das wäre das Erste, was mir jetzt in den Sinn kommt. Na, ich denke mal, im Endeffekt wird es einfach nur so ein, keine Ahnung, Match gegen Heath Slater oder so, was da dann in 5 Minuten unspektakulär gewinnt. Ich hoffe, man verbrät hier keinen NXT-ler oder so, sondern, hebt sich das mal vielleicht für ein paar wichtigere Momente auf. Okay, also von diesem Match brauchen wir nicht viel erwarten. Wenn dich jemand fragen würde, soll er die Pre-Show schauen, was würdest du antworten? Ja, soll er, weil Alex Riley super ist. Okay, ich würde sagen, ja, soll er, weil Renee Young, Paul Heyman und Ric Flair in einem Panel ist großartig. Gut. Das kann ich nicht abstreiten, aber ja. Alex Riley ist halt auch super. Ich mag Alex Riley nicht. An der Seite von The Miz, als er dann als sie sich gesplittet haben, dann war Alex Riley kurz over, dann hat Cena gesagt, der ist scheiße und dann war es vorbei mit ihm. Aber Alex Riley ist der einzige Kommentator, der legit ist, so, den man abnimmt, was er sagt. Von daher finde ich Riley super. Ja, okay, gut. So, dann hätten wir die Pre-Show Gott sei Dank hinter uns gelassen und steigen ein in die Main-Show, die, wie wir jetzt so gerade vor der Preview festgestellt haben, gar nicht aus einer Großzahl an Matches besteht. Wir haben hier tatsächlich relativ wenig, und zwar 5 Matches lediglich. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen wenig klingen, ich möchte aber dazu sagen, dass natürlich hier ganz, ganz viele Multiman-Matches dabei sind. Und Multiman-Matches bekommen dann natürlich auch viel, viel mehr Zeit. Multiman ist es vielleicht nicht, aber es ist ein Traditional Survivor Series Elimination 8 Divas Tag Team Match. Und zwar Emma, Naomi, Alicia Fox und Natalya treten an gegen Paige, Cameron, Summer Rae und Layla. Also quasi die ganze Total Divas Kacke auf einem Fleck. Ja, kein Aufbau. Kein Aufbau, keine Story dahinter. Von daher denke ich mal, nicht viel Zeit und kein großes Match.
Vielleicht kann man eigentlich nicht sagen. Vielleicht gibt es einen minimalen Aufbau bei Total Divas, aber man kann doch nicht verlangen, dass der normale Durchschnitts-WWE-Fan Total Divas guckt, um dann den Matchaufbau hier zu verstehen. Also. Aufbau bei Total Divas glaube ich ja nicht, weil halt Total Divas aktuell nicht läuft. Ach, die sind ja in der Staffelpause, stimmt. Ja, ja. Und was ich übrigens auch ganz, ganz schade finde, dass Paige jetzt bei Total Divas ist und damit natürlich den Diven-Titel nicht gewinnen darf. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Ja, ich finde es vor allem schade, dass die Anti-Diva dann bei der Diva-Reality-Show schlechthin auftritt. Aber mal sehen, wie man sie dort darstellt. Ja, aber alles in allem schließe ich mich natürlich dir an. Also wirklich kein Aufbau und auch absolut nichts, was mich interessiert. Halt wirklich so ein Match, was du halt dann typisch, wenn du die Pay-Per-View im Nachhinein anguckst, durchskippst. Zu 100%. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass da halt doch einige Diven dabei sind, die im Ring jetzt nicht so begabt sind. Und ja, die Diven, die halt was können, können halt in einem 6, in einem 8 Divas-Match halt, bekommen nicht viel Zeit, die können halt alle nicht viel zeigen. Von daher denke ich mal, das wird ein Finisher aneinandergereiht. Und ich denke, ja, in 5 Minuten ist das gegessen. Okay. Du kommst leider nicht drum rum. Wir werden natürlich unser Tippspiel fortführen. Du kommst aber leider nicht drum rum, jetzt hier einen Tipp abzugeben, wer denn gewinnt. Ich gehe davon aus, dass die Heels gewinnen. Ich habe mir zwar jetzt nicht alle Teilnehmer gemerkt, aber Paige ist da mit drin. Aber ich habe bei einem anderen Tippspiel auch auf die Heels getippt. Von daher denke ich mal, dass wir die Heels gewinnen. Okay. Ich kann dir leider keine große Begründung geben, weil halt das Match hat ohnehin keinen Grund. Ich auch nicht. Ich habe gewürfelt. Bei mir kamen auch die Heels raus. Paige, Cameron, Summer Rae und Layla gewinnen. Nach einem Botch- und Finisher-Festival. Mehr wird da, glaube ich, echt nicht bei rumkommen. Ich hätte ganz gerne mal ein Einzelmatch einfach zwischen Paige und Natalya. So einfach mal so 15 Minuten. Da hätte ich Interesse dran. Zu schade, dass das leider auch im Rahmen von Total Divas eigentlich ausgeschlossen ist. Ja, da hätte ich eher Lust auf Paige gegen Naomi, weil Natalya ist halt mittlerweile auch nicht mehr, die ist immer noch sehr gut für Diven-Verhältnisse, aber halt nicht mehr so gut wie noch vor 1-2 Jahren. Naja. Beziehungsweise lutschen sich die Matches mittlerweile aus, weil es halt prinzipiell oft das Gleiche ist. Läuft halt oft ähnlich ist. Ja. Okay. Gut, aber ich denke mal, an diesem Match brauchen wir unsere Zeit hier nicht verschwenden. Der Tipp von Chris wird natürlich nachgereicht, den findet ihr dann in der Tabelle, welche im Preview-Ausgangspost gepostet wird. Für die sich jetzt fragen, warum habt ihr Fandango gegen Fragezeichen nicht getippt? Ich denke mal, das ist ganz einfach so ein Pre-Show-Match, so wenn der Gegner nicht feststeht und so, dann weiß nicht, brauchen wir das Match auch nicht tippen. Wenn der Gegner nicht feststeht, gewinnt der Gegner. Ist halt immer so. Eigentlich schon. Wobei, das ist eigentlich auch typisch WWE, ne? Du machst einen mysteriösen Gegner, der gewinnen wird. Aber Fandango tritt mit neuem Gimmick auf und müsste eigentlich gestärkt werden. Jetzt, wo ich gerade nochmal so drüber nachdenke, ich hatte ja gesagt, dass Santino das sein kann. Ich glaube eher, dass es der Great Khali ist. Das ist ja oft so, wenn. Der Great Khali ist entlassen. Ach, stimmt, der ist ja entlassen. Na gut, dann bleibe ich bei Santino. Okay. Dann wird Santino der neue Khali. Naja, Körpermaße, naja, Abzüge der B-Note. Ja. Okay, gut, dann hätten wir das Survivor Series Diven Match abgehakt. Gehen wir zum nächsten Match. Wir machen mal weiter mit den Diven, und zwar das Divas Championship Match. AJ Lee gegen Nikki Bella und an Nikki Bellas Seite Brie. Und es ist, die Survivor Series ist Bries letzter Tag, an dem sie als Assistentin für Nikki dienen muss. Was ja praktisch den Matchausgang schon vorhersagt. Ja. Gehe hundertprozentig davon aus, dass AJ gewinnt. Und zwar, weil Brie eingreift. Und zwar nicht für Nikki, sondern gegen Nikki. Danach gibt es dann nochmal eine Fehde zwischen den Bellas. Aber für das Match tippe ich auf jeden Fall auf AJ, weil halt Brie gegen Nikki eingreifen wird. Ich habe tatsächlich auch schon gehört, dass es so sein soll, dass hinter den Kulissen halt, es existiert ja das Gerücht, dass dass AJ, so rum, ja, die WWE verlassen wollte. Und zwar, ich weiß nicht, wann war das? Nach dem TLC-Pay-Per-View oder so?
Ich glaube, irgendwie sowas war es. Nach dem TLC-Pay-Per-View verlassen will und deswegen man diese ganze Bella-Sache aufgebaut hat, um jetzt am letzten Tag Nikki nochmal Brie zwingen, also Nikki zwingt Brie nochmal dazu, ihr zum Titelgewinn zu verhelfen und danach gibt es eine Titelfehde zwischen Nikki und Brie. Das habe ich gehört. Okay. Klingt an sich auch nicht schlecht. Ich will und das ich nicht würde eigentlich Nick. sehen. Ich würde Nikki eigentlich den Titel mal wieder gönnen. Und ich würde auch gern, also doof es klingt, ich würde auch gerne eine Fehde zwischen den Bellas sehen. Weil es ist unumstritten, dass die beiden eine sehr gute Chemie miteinander haben. Also die besten Matches, die beiden hatten, waren miteinander oder gegeneinander. Und man kann auch nicht bestreiten, dass sich beide im Ring wirklich, wirklich verbessert haben im letzten Jahr. Ja, höchstwahrscheinlich durch ihre Männer. Von daher, ja, würde ich doch ganz gern eine Fehde zwischen den beiden sehen. Und ein neuer Champion nach monatelang AJ oder Paige ist auch mal wieder was Schönes. Naja, ich weiß nicht, irgendwie. In dem Match kann man natürlich auch sehen, hier von wegen CM Punk gegen John Cena. Da gab es ja ein paar Memes auf Facebook. Fand ich gar nicht so übel, aber trotzdem. Würde ich jetzt mal meinen, dass Nikki den Titel gewinnt. Und zwar nach Eingriff von Brie, die AJ ablenkt. Weil Brie könnte ja auch theoretisch was gegen AJ haben. Denn AJ hat sie ja in den Weeklies auch schon ein paar Mal attackiert. Ja, also man könnte sich das bestimmt irgendwie zurechtstricken. Auch wenn ich es nicht sehen will, glaube ich tatsächlich, dass Nikki den Titel gewinnt und wir dann eine Fehde sehen werden. Weil, ja, ich weiß nicht. Das wäre für mich hätte jetzt gerade am logischsten. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich natürlich auch auf Nikki getippt, aber. Ach, ich bleibe jetzt bei meinem Tipp, das wäre ja doof. Ich habe halt keine Standleitung nach Stanford wie du, von daher, ich habe halt nicht immer die Insider-Infos. Mal sehen, ob das so stimmt. Was wollte ich denn noch fragen? Ach, genau, du müsstest mir dann noch deine Dingens sagen, hier von wegen via Submission oder via Pin. Das müssten wir dann eben auch noch schnell für das Diven-Match machen. Ach so, stimmt. Na, ganz normal per Pin. Ach nee, Quatsch, AJ hat ja so Black eine coole. Nee, doch, mach mal per Pin, weil ich gehe davon aus, dass Brie gegen Nikki eingreift. Und dann wird AJ nicht extra einen Submission-Block ansetzen. Die wird dann einfach pinnen. Okay, und beim Diven-Match davor? Auch per Pin. Okay, gut. Wenn ich Natalia das Finish bekommt. Aber. Ich glaube aber nicht, dass Natalia in einem 8. Na, obwohl, das ist ja bei den Diven auch mal so eine Sache. Nee, ich glaube, dass da wird es auch ein Pin. Zumal gehen. Du eher auf Page und Co. getippt hast, von daher hat sich das ja erledigt. Gut. Du Fuchs. Ja, ja, ne? Kannst du mal sehen. Ja, okay, gut. AJ via Pin. Ich sage, Nikki gewinnt durch Pin, nachdem Brie für sie eingreift. Du sagst gegen sie. Wird eine spannende Sache. Und danach werden wir leider Gottes die Bella-Fehde sehen. Ich freue mich eigentlich echt nicht drauf, aber. Na, warum nicht? Ja, weil ich finde die Fehde bis jetzt eh scheiße. Ich bin schon mal froh, dass man das mit diesen Bestrafungen nicht noch peinlicher gemacht hat. Das reicht mir jetzt so. Aber. Eine Fehde von Nikki gegen Brie um den Diven-Titel, das reißt für mich einfach so viel ein. Da, so nach, wenn du so AJ gegen Paige hattest und dann wird dir so Nikki gegen Brie vorgesetzt, das ist, ich weiß nicht, als würdest du von einem 7-Gänge-Menü irgendwie runtergestuft werden auf Pommes Frites. Ich sag mal so, das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Wie gesagt, ich finde Brie gegen Nikki ganz gut, weil die beiden halt zum einen nicht schlecht im Ring sind mittlerweile, zum anderen halt miteinander sehr gut wirken können und zum anderen muss das auch nichts Schlechtes für AJ gegen Paige heißen, weil dann haben die beiden nicht mehr den Diven-Titel, der irgendwie mit eingebaut werden muss und man kann sich auf die Story konzentrieren. Ich gehe da erstmal mit einem positiven Bauchgefühl ran. Okay. Ja gut. Wird, denke ich mal, für dich kein Nachteil sein. Man soll ja manche genau. Dinge auch positiv sehen. Okay. Dann hätten wir die Diven für diesen Abend abgehakt und machen weiter mit dem WWE Tag Team Championship Match. Ein Four-Way Tag Team Match. Es ist kein Elimination Match. Das heißt, der erste Pin ist auch direkt der zum Sieg führt. Und zwar Damian Mister und The Miz gegen Goldust und Stardust, gegen die Matadoren, gegen die Usos. Ja, das ist, denke ich mal, auch alles, was man aktuell in der Tag Team Division hat, oder? Neben der Ascension, die eventuell hochkommen könnte. Richtig, genau.
Ja, da es auch hier halt keinen Aufbau gibt und keine Story dahinter steckt, gehe ich mal davon aus, dass ja die Champions halt gewinnen werden. Und da, wie gesagt, da es halt da keinerlei Story dahinter steckt, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass der Titel einfach so wechseln wird. Was heißt keine Story? Also man hat die ja immer wieder in diesen Tag Team Matches gehabt. Es gibt keine Story im Sinne von, dass sie sich mit Promos irgendwie belabert haben. Aber so, man hat ja immer diese Tag Team Matches gehabt, jetzt Los Matadores gegen Mistau und Miss und was weiß ich nicht. Also die haben schon alle irgendwie Matches gegeneinander bestritten. Es fehlt halt dieser Story-Zusammenhang von wegen, dass es Gründe gibt, warum sie denn jetzt auf einmal gegen die Tag Team Champions antreten wollen. Die Promos fehlen halt, der Inhalt fehlt. Es ist keine Story mit Inhalt, sondern halt einfach nur Match-Aneinanderreihung quasi. Und ja, ob das jetzt ein guter Aufbau ist oder nicht, das soll jeder selbst entscheiden. Ich mag Damien Mizdow übrigens. Ich finde den Kerl großartig. Ich fand den jetzt auch in dem Grumpy Cat-Segment bei Raw, also ziemlich mit am besten, als er da halt alles, was der Miz gemacht hat, mit imitiert hat. Und dann mit der Stunt-Double-Katze, das war nicht schlecht. Wenn man das ein bisschen subtiler gestaltet, so wie am Anfang, dann ist es wirklich lustig. Aber so in letzter Zeit, wo Mistau halt wirklich so in den Vordergrund gerückt wird, weil er halt ein bisschen nachmacht, haha, ist es nicht mehr so lustig wie am Anfang. Glaubst du denn, da Aber könnte, immer noch unterhalten. ja, glaubst du denn, da könnte ein Split oder sowas ins Haus stehen? Das wird sicherlich so kommen. Das wird ja schon angeteased, dass Mistau sich selbst eintaggt und so Ja. weiter in Tag Team Matches. Es wird sicherlich so kommen, dass die beiden irgendwann gesplittet werden und gegeneinander fehden. Das ist ja quasi 0815. In der Natur der WWE so festgehalten. Aber ich bin aber gespannt, was Mistau aus der Fehde mitnehmen wird. Das ist Ob die er danach immer Frage, noch, ja. ob er danach dieses Stuntman-Gimmick weiter behält und weiterführt oder ob er danach wieder in der Versenkung verschwindet, das muss man Das sehen. Problem ist, die WWE plant diesbezüglich nur für den Moment und nicht für die Zukunft. Das ist so ziemlich immer das größte Problem. Auch wenn man, keine Ahnung, man gibt jetzt einem Harper den Titel, den gibt man ihm für den Moment, aber ich glaube nicht, dass man für ihn große Pläne für die Zukunft hat. Die Story passt das ganz gut rein, dass Harper jetzt den Titel In die gewonnen hat. Story, ja, jetzt in die Story, aber was, wenn die Story vorbei ist? Was ist, wenn Team Authority gewinnt und die Story noch weitergeht? Glaube ich nicht. Ich glaube, die feuern doch nicht das komplette Team Cena. Hallo? Tja, everything can Wobei, happen es in ist the ja John Cena. WWE. Normalerweise müsste es ja so sein, dass Team Cena verliert, damit eigentlich alle aus Cenas Team gefeuert werden müssen. Und dann am nächsten Tag kommt Vince McMahon und sagt: Nein! Das machen wir nicht. Es gibt ein großes Rematch heute bei Raw. Irgendwie sowas wird's, glaube ich, werden. Genau, so wie 2011. Punk gewinnt den Titel, verlässt die Company und kommt eine Woche später Zwei wieder. Wochen. Waren es Es waren zwei? zwei, ja. Weil man hatte so ein Championship-Turnier angesetzt. Das hat man in der einen Woche nicht fertig gekriegt und hat dann Rey Mysterio gegen John Cena 2 Wochen nach dem Money in the Bank Pay-Per-View als Main Event bei Raw gehabt. Habe ich noch alles im Gedächtnis gespeichert. CM Punk DVD sei Ist schon Dank. 3 Jahre Das ist her. richtig. Gut. Um vielleicht wieder aus dem Match zurückzukommen, also ich glaube mal, die wenigsten Chancen werden die Matadoren haben. Die Usos werden den Titel jetzt, glaube ich, auch nicht so schnell wieder gewinnen. Es wäre aber cool, wenn Mistau und Miz die Titel gewinnen werden, sehe ich gerade. Und das wäre dann doch auch eine interessante Fehde. Und am Ende verlieren sie den Titel, was gleichzeitig den Split einleiten könnte. Zumindest wäre das interessanter als Golden Stardust, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich sehe es aber nicht, einfach weil es hier null Story oder null Story-Zusammenhang gibt. Wobei es halt besonders bei den Tag Team-Titeln ja oftmals so ist, dass Titel einfach so wechseln. Ja. Und wenn es dann danach eine coole Story gibt mit Mistau und Miss, wäre das eigentlich auch ganz cool. Also ich habe mich jetzt davon gerade verleiten lassen und sage, Miss und Mistau gewinnen das Ding. Okay, Durch na Pin. ich bleib bei Goldie und Stardy. Okay. Pin? Ja. Denk schon. Genau, Gut. Pin. Okay. Die beiden haben, glaube ich, gar keinen Submission-Finisher oder Nö, so. Cody könnte sicher einen auspacken, aber. Also ein Submission-Move. Nicht, dass ich jetzt hier falsch verstanden werde. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Gut. So, hätten wir dazu, denke ich mal, eigentlich auch
den größten Teil gesagt und kommen jetzt für mich zu einem Match, wo ich extremst zwiegespalten herangehe, weil ich weiß nicht, es ist so, seitdem Bray Wyatt gegen John Cena verloren hat, sind die Stories von ihm gegen andere, das war bei Jericho so, irgendwie wollen die bei mir nicht zünden. Und so ist es dann auch hier, ja, Dean Ambrose gegen Bray Wyatt. Singles Match, man hat die Fehde Ambrose gegen Rollins ganz abrupt beendet, ohne sie enden zu lassen. Das ist ein ganz, ganz großer Kritikpunkt. Und in diese Fehde Ambrose gegen Wyatt ist ganz einfach noch nicht so viel Feuer reingekommen. Wyatt hat seine Promos, Ambrose hat seine Promos. Sie haben sich jetzt, glaube ich, zweimal gebrawlt oder so. Das ist alles nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob meine Erwartungshaltung zu groß ist, aber aus irgendeinem Grund packt mich das nicht so wirklich. Ich werde da irgendwie nicht so richtig mit reingezogen. Ich weiß. Ich hätte da auch viel mehr erwartet. Also wenn man sich vor Augen führt, dass das Dean Ambrose und Bray Wyatt sind, beide mit einem super Mic-Work. Es kommt da bisher weniger rum, als ich mir erwartet hätte. Und ich finde auch, dass man das ziemlich übers Knie bricht. Ja, weil, wenn man das mal vergleicht, Bray Wyatt hat ja eine Fehde gegen Punk hatte ja eine Fehde gegen Jericho zur letzten WrestleMania. Da war es so, dass es zuerst darum ging, wer der wahre Best in the World ist. Und erst nach dem Match bei WrestleMania ging es halt dann darum, oder hat sich dann Jericho der Familie von Punk zugewandt, seinem Vater, seiner Schwester und so weiter. Und das ganze Zeug. Genau, richtig. Und hier fängt man gleich damit an, persönlich zu werden. Ja, gleich in der ersten Woche, beziehungsweise in der zweiten Woche war das, zieht Bray Wyatt halt über die Familie von Dean Ambrose her. Man wirft also sofort diese persönliche Note in die Fehde und das weiß nicht, finde ich übers Knie gebrochen. Ich finde da bisher noch keinen interessanten Grund für die Fehde, außer dass anscheinend Bray Wyatt und Dean Ambrose viel gemeinsam haben und Bray Wyatt ihn irgendwie retten will. Ich finde, man nimmt sich hier viel Steigerungspotenzial weg und man macht es irgendwie auch alles A, viel zu schnell, wie du ja jetzt auch gemeint hast. Und zweitens finde ich halt, es ist nicht zielführend. Bis zum heutigen Tage wissen wir nicht, warum Bray Wyatt genau bei Hell in a Cell rausgekommen ist und Dean Ambrose das Match gekostet hat. Genau, also Bray Wyatt sagt ja immer nur so eine Art, dass die beiden halt viel gemeinsam haben und Bray versteht Dean und Bray möchte Dean davon retten oder vor sich selbst retten sozusagen. Der hat ja mal so eine hyper-kryptischen Promos. Ja, ich glaube, alles in allem kann man aus den Promos rausnehmen, er will ihn irgendwie bekehren oder irgend sowas. Genau, das, was er halt seit einem Jahr immer sagt. Das ist ja nicht schlecht, aber es ist halt, ne, irgendwie dann auch nach einer Zeit bringt das dieser Fehde nichts, da muss mehr kommen. Ja, und wo du auch schon sagst, dass man der Fehde halt viel Steigerungspotenzial wegnimmt, da sehe ich genauso. Und ich sehe dann auch eine wirklich träge Fehde auf uns zukommen, weil es ist wird natürlich so kommen, dass das Match jetzt bei der Series mit einem unklaren Finish endet. Zu meinem Tipp komme ich dann gleich noch. Das heißt, die Fehde wird noch weitergehen, wahrscheinlich 2-3 Monate noch. Und wenn man jetzt schon mit so einer persönlichen Note anfängt, dann kann man sich ja gar nicht steigern. Ich sehe da nicht, wie man die Fehde über 2-3 Monate interessant halten kann. Völlig richtig. Und was halt auch für mich ein großer Kritikpunkt ist, am Ende der Fehde muss einer der beiden verlieren. Du hast jetzt einen Dean Ambrose, der von ganz, ganz oben in die es ist die Midcard, man kann es nicht anders sagen, in die Midcard gehauen wurde. Und du hast einen Bray Wyatt, der unbedingt mal wieder jetzt wirklich so ein richtiges Erfolgserlebnis braucht. Und du buckst dich wieder in eine Ecke, in dem du eigentlich keinen von beiden verlieren lassen kannst. Jetzt packe ich mal meine Kontakte nach Stanford aus, denn soweit ich das gehört habe oder gelesen habe, ist es ja so, dass Vince immer noch Roman Reigns als Number One Face oder Number Two Face neben Cena haben möchte. Ich gehe davon aus, nach dem aktuellen Stand, dass Bray Wyatt die Fehde gewinnen wird, weil man halt so einen Heel pushen kann. Denn Dean Ambrose braucht man als Face ja nicht bis in den Main-Event pushen, weil da ja Roman Reigns schon sein würde, wenn er wieder zurückkehrt. Kann natürlich sein, dass alles wieder umgeändert wird, aber
Na, so sehe ich das aktuell zumindest, dass man das White gewinnen wird, weil Dean halt seinen Platz in der Midcard bekommen wird. Ist richtig. Also ich weiß nicht. Ich denke mal, wir sind uns ja beide einig, dass uns die Fehde noch nicht so wirklich packt. Und es gibt halt schon zu Beginn, und das ist eigentlich immer schon ein schlechtes Zeichen, wenn es zu Beginn einer Fehde viele Kritikpunkte gibt. Die WWE ist nicht dafür bekannt, sowas im Endeffekt noch auszumerzen und zu steigern. Die WWE ist dafür bekannt, gute Fäden zu haben und sie am Ende zu versauen. Siehe Rollins Ambrose. Ich weiß nicht, was man halt wirklich aufgeopfert hat für das hier. Und das verstehe ich halt dann echt nicht. Das stimmt, ich hätte mir auch lieber ein richtiges Ende der Fehde zwischen Ambrose und Rollins gewünscht. Aber naja, man kann nicht immer alles haben. Jo. Gut, dann kommen wir nochmal kurz auf die Tipps zu sprechen. Also du hast ja schon gemeint, unklares Finish. Ich denke mal auch, und ich denke, es wird zugunsten von Bray Wyatt ausgehen. Nicht durch die Q, aber irgendwie Licht geht aus und Ambrose liegt auf einmal da. Irgendwas Mindgame-mäßiges wird, denke ich mal, kommen. Was im Endeffekt Bray Wyatt zum Sieg verhelfen wird. Ich schätze auch, dass es ein unklares Finish wird. Ich habe zuerst nachgedacht, ob man da vielleicht ein No Contest draus macht. Das macht die WWE in letzter Zeit ja gerne. Oder die Q durch Five Count in der Ecke. Genau. Ich denke auch, dass es ein DQ wird. Und zwar, dass Bray aus irgendeinem Grund disqualifiziert wird. Das kann ich mir noch nicht so recht ausmalen, wie das geschieht. Aber ich tippe darauf, dass Dean Ambrose gewinnt, weil Bray disqualifiziert wird. Ja, okay, gut. Dann schreibe ich jetzt hier ganz gekonnt rein. Dean Ambrose via DQ. Genau. Soll ja ein bisschen spannend werden, unser Tippspiel. Bringt ja nichts, wenn wir alle das gleiche tippen. Finished. Und das bringt uns dann jetzt also zu dem ja, letzten Match des Abends, des Tages. Es ist das große, angekündigte und spektakuläre, wichtigste, größte und schieß mich tot Match der WWE-Geschichte. Ja, die Authority-Menschen, das sind jetzt im Einzelnen. Ich fange natürlich mit den Falschen an. Das sind Seth Rollins, Kane, Rusev, Mark Henry und Luke Harper. Und die werden alle antreten gegen das Team John Cena, welches besteht aus Ryback, Eric Rowan, The Big Show, Dolph Ziggler und natürlich The One and Only, The Man, John Cena, Superhero, Mensch, irgendwas. Es gibt eine Sache, die mich an diesem Match ein bisschen stört, und das ist die Tatsache, dass man ja jetzt eigentlich bei SmackDown mehr oder weniger das Ganze schon, ja, die Spannung halt rausgenommen hat, denn man hat gesagt, dass das komplette Team Cena, ich glaube aber außer John Cena, da sind nur oberflächliche Details bekannt, weil die Folge noch nicht ausgestrahlt wurde. Das Team Cena wird, wenn es verliert, komplett gefeuert, und wenn die Authority verliert, wird sie abgesetzt. Ist halt jetzt die Frage, inwiefern die Matchqualität überzeugend wird und ja, wie es halt jetzt auch für die Zuschauer ist. Es wäre natürlich ein richtiger Schockmoment, wenn jetzt natürlich bei diesem kostenlosen Pay-Per-View immer die Authority gewinnt, ne? Das ist die Frage. Also ich muss erstmal dazu sagen, die Story gefällt mir gut, weil es die am besten aufgebaute oder das am besten aufgebaute Survivor Series Match seit Jahren ist in der WWE. Ich hab von der Stipulation jetzt erst im Vorfeld zu dem Podcast hier erfahren, weil ich habe SmackDown nicht gesehen. Deswegen bin ich. Oder ich habe mir die Ergebnisse nicht durchgelesen, na, jetzt zeig ich den. Ach so, genau, wenn der Podcast hier online ist, dann werden ja zumindest schon die Tapings im Internet rumgeistern. Ich bin jetzt mir nicht ganz sicher, inwiefern das den Ausgang des Matches beeinflussen wird.
Ich sehe es prinzipiell genauso. Also durch die Stipulation kann eigentlich nur Team Cena gewinnen. Auf die tippe ich dann letztendlich auch. Ich fände es allerdings auch schade, wenn die Authority dann durch so ein Match halt abdankt, sozusagen, oder wenn das Stable oder wenn Triple H und Stephanie aus so einem Grund dann eben aus den Shows verschwinden. Da hätte ich mir eine schönere Auflösung gewünscht, vielleicht mit Vince McMahon dann, als der als Face zurückkommt und gegen Triple H und Stephanie vorgeht. Ja, aber letztendlich tippe ich auf Team Cena, weil es durch die Stipulation kann es ja keinen anderen Sieger geben. Eigentlich, ja, das ist es. Weil wir haben es ja jetzt angesprochen, diese komplette Kündigung ist quasi ausgeschlossen und Team Authority wird also quasi dann in den Ruhestand geschickt. Ich bin halt gespannt, ob man daraus irgendwas Größeres bastelt. Es gab ja mal vor WrestleMania 30 die Gerüchte, die gesagt haben, man plant jetzt eine große Story um die Macht der WWE zwischen Vince, der einen Stellvertreter schickt, und Triple H. Als Stellvertreter der Authority in einem großen Match, was bei WrestleMania münden soll. Jetzt heißt es wieder, dass man das auf WrestleMania 31 verschoben hat und dass der Start sein könnte. Jetzt ist halt die Frage, ob Vince dann tatsächlich sagt, ja, die Authority bekommt eine Chance zurückzukommen, ihr müsst bei WrestleMania gegen Cena antreten oder irgendwie sowas. Wobei ich glaube nicht, dass die WWE in der Lage ist, das zu strecken bis zu WrestleMania. Und ich sehe im Endeffekt auch Positives darin, weil, sind wir mal ehrlich, in der Neuzeit-Ära der WWE wird jede Show von der Authority, weiß nicht, begonnen und dann gibt es erstmal 20 Minuten Promos. Ist doch jetzt seit wie viel Raw-Ausgaben so? Seit, keine Ahnung, bestimmt 30, 40 Raw-Ausgaben. Am Anfang immer Authority, immer Promo, immer wird der Main Event festgelegt und, ich bin eigentlich dann auch ganz froh, wenn das vorbei ist mit der Authority. Ist halt die Frage, was das für die Teammitglieder heißt. Unter anderem Rusev und Harper haben wir ja da drin. Und ich denke mal, es wäre auch noch ganz hilfreich, wenn wir darüber reden, wer denn jetzt als erstes eliminiert werden könnte, wer den letzten Fall holt und also was wären jetzt Dinge, auf die wir vielleicht noch eingehen könnten. Ich finde es lustig, dass wir anscheinend grundsätzlich einen verschiedenen Geschmack haben, was Wrestling angeht. Denn ich finde die Authority bisher eigentlich wirklich unterhaltsam. Also, du fandest ja damals auch die Daniel Bryan Story nicht gut und ich fand sie gut. Und jetzt haben wir wieder so total konträre Meinungen. Also, ich finde es lustig, dass die Geschmäcker da so verschieden sein können. Denn ich sehe es genau andersrum wie du. Ich bin bisher ganz zufrieden mit der Authority, weil das halt eigentlich immer der rote Faden durch die Show ist. Und wir kennen es ja, oder wir kennen ja Shows, die halt keinen roten Faden haben. Ich finde auch eigentlich immer die Promos zu Beginn einer Show von Triple H und Stephanie gut, weil halt die beiden wirklich gut am Mic sind. Und weil die Promos eigentlich nie eins zu eins das gleiche wie aus der Vorwoche sind, beispielsweise. Es ist Nein, immer nein, irgendwie was. nein. Ja, das ist halt eine Catchphrase, die etabliert wurde. Trotzdem ist es nie inhaltlich das Gleiche oder es ist immer inhaltlich was Neues dabei oder es werden immer irgendwelche Twists gemacht, was ich vor allem in der Story, in der Survivor Series Story jetzt auch sehr schön finde, dass es halt alles nicht so vorhersehbar wie in den letzten Jahren war, sondern man hat die Story schön mit ein paar Twists noch garniert. Das finale Team ist dann erst jetzt bei der Raw-Ausgabe bekannt gegeben worden. Ja, das Segment Finde fand ich. ich auch nicht schlecht, das letzte. Ja. Vor allem finde ich es auch gut. Ich hab ja zuerst wirklich nicht verstanden, warum man Rusev in das Team Authority Vor steckt, allem weil er da wie halt einfach. Stephanie McMahon beleidigt Lana und daraufhin kommt Rusev 10 Minuten später in das Team oder was? Weil ich weiß nicht, was hat sie gesagt? Stupid Russian Pit oder so? In der Promo und dann hatten die beiden, also Lana und Rusev, halt, sind sie zu einem Match raus und dann hat sie Stephanie wieder getroffen, hat gesagt, ja, wir treten dein Team bei. Man könnte es damit erklären, dass Lana nicht dumm ist und
sie erkennt, dass Stephanie halt am längeren Hebel sitzt. Wäre eine Möglichkeit, die Dinge zu betrachten, ja. Ja, also Lana wird ja wirklich nicht als dumm dargestellt. Sie ist ja eine Smart. Ja, von daher kann man es schon so erklären, dass Lana halt merkt, dass sie da sich jetzt beugen muss, weil Stephanie nun mal am längeren Hebel sitzt. Natürlich ist es so von außen betrachtet komisch zu sehen. Lana wird zuerst beleidigt und kuscht dann am Ende doch für Stephanie. Aber ich sehe das jetzt nicht so eng. Was ich allerdings gut finde, ist, dass man Usef dann doch so glaubhaft eben ins Team steckt und auch dadurch noch weiter aufbauen kann. Also wenn ich schon sehe, wie lange ist Rusev jetzt in den Hauptshows? Ein Jahr? Ein Dreivierteljahr? Ungefähr, ja. Und ja, und wenn ich sehe, dass er bei Raw Sheamus und Big Show ausschalten konnte oder durfte, er wird ein immer gefährlicherer Heel, ne? Immer besser aufgebauter Heel. Bekommt jetzt schon einen Platz in der Main Event Story. Ich hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass man mit ihm so weit hochgehen kann. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, man verbockt. Was mal, Ja. wo man ganz einfach nicht rumkommen wird, Rusev wird bei der Survivor Series seinen ersten Pin einstecken müssen. Das stimmt, ja. Wobei ich glaube, die WWE unterscheidet auch immer zwischen Einzelmatches und Multi-Man-Matches. Pinfalls in Multi-Man-Matches und einem One-on-One-Pinfall. Ja. Also man wird immer noch, oder Lana wird immer noch damit sich brüsten, dass Rusev halt ungeschlagen ist, oder Michael Cole wird das wahrscheinlich wieder am Kommentatorenpult erwähnen. Hast du übrigens mitbekommen, dass Michael Cole am Montag Tim bei Wiese Raw erwähnt hat? Tim Wiese, ja. Ja, Ja, das war. Aber ich. ich, ganz ehrlich, das war der Punkt für mich, an dem ich gesagt habe, das ist alles nur PR. Mehr ist es nicht und das ist Ah. bald wieder vorbei. Also wenn daraus was wird, dann hoffe ich, dass er lernt, wie man Visa ausspricht. Ich habe mich erschrocken. Wie hat das gesagt? Wiese. Wiese? Tim Wiese? Irgendwie sowas? Ja. Und, Ich finde es aber cool, dass Wrestling in Deutschland Ich habe es in Braunschweig dadurch so viel. gesehen, wie die Fans abgegangen sind, obwohl der gar nicht da war. Und in Frankfurt muss es ja noch heftiger gewesen sein. Ja. Ja, ich habe ein paar Videos aus Frankfurt gesehen, Ja. muss schon echt cool gewesen Ja. sein. Also ich freue mich, dass das Wrestling in Deutschland dadurch so viel Publicity Die haben auch bekommt. jetzt, also die haben erstmal die Publicity bekommen. Und Deutschland ist nächstes Jahr auf der Tour eines der wenigen Länder, die drei Live-Shows kriegen. Und zwar Ja. in Hamburg, in Köln oder was Dortmund? Hamburg, Köln oder Dortmund und Nürnberg. Und ja, Nürnberg werden dieses Wochenende auch für mich die Karten bestellt, weil ich Na, fahre eine so. Stunde hin und warum soll ich Also nicht war, mitmachen? genau, also war Dortmund statt Köln. Okay. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, genau, Publicity, da warst du stehen geblieben. genau, also wenn ich, das, Facebook ist ja praktisch explodiert. Ja, da war ja alles nur voll in der Timeline von Tim Wiese. Sogar Spox, ja, ein Fußballmagazin hat über Tim Wiese Es kam berichtet. auf Das ist, RTL Pro 7 Sat ja. 1 überall. Das ist krass. Also von daher, selbst wenn es nur ein Publicity Act war, war es schon echt gut. Voll geglückt. Voll Ja. geglückt. Gab es eigentlich schon mal einen roten Teppich bei einer Hausshow? Das Nein. habe ich auch noch nie gesehen. Also es Ja, war ja nicht nur das Tim Wiese, der da war, es war war ein ja Promi-Star auch tatsächlich. Gündoğan war da von Sonja Dortmund. Kraus. Ja, stimmt. Von der ich ein Interview gesehen. Also es ist echt krass, was es da gab. Aber ich Ja, denke mal, das auf war jeden Fall. keine Sache nur von WWE, sondern eher von ProSieben, Max und Maxdome, glaube ich. Das kann ich dir nicht sagen. Aber es hat mich überrascht, dass es da mit rotem Teppich und so, habe ich so noch nicht gesehen. War echt nicht schlecht, muss man sagen. Es gab halt auch so VIP-Bereiche und so. Also, ja. Also, das Also freut uns auf jeden Fall. da kann ich mir vorstellen, dass Wrestling in Deutschland wieder ein richtiges Thema werden kann. Es läuft Zwar ja auch nicht jetzt schon natürlich. auf Tele5, sind die Einschaltquoten ja auch großartig, muss man sagen. Ja, stimmt, das habe ich gehört, ja, auf ProSieben und also ProSieben Max und ProSieben Thunder soll das ja noch ein bisschen ausgebaut Ja, werden. ProSieben Max kriegt jetzt noch Main Event ab dieser Woche dazu. Ich hoffe, dass Maxdome die Verträge nicht verlängert, damit, also die Pay-Per-View-Verträge, damit Network. das Network endlich in Deutschland launchen kann. UK hat Aber ja auch Probleme. genau, ja, da sollte das Network ja gelauncht werden und wurde irgendwie kurz 10 vorher. Minuten vorher, Ja, Pressemeldung.
Ja. Das Network wird kurzfristig auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben. Danke für euer Verständnis. Da war wohl der Ansturm größer, als die WWE das erwartet hat. Ja, ja. Und da gab es ja auch massiv Heat. Und als sie dann in London oder Liverpool war es ja dieses Jahr, als die Raw-Ausgabe da waren, haben sie die im Ring, also die Ringbezüge da an den Seiten, da stand ja nicht WWE Network drauf wie normalerweise, sondern WWE Live. Und man hat auch gemieden, das Wort Network auch nur ansatzweise zu erwähnen. Weil sonst die wären sonst auf die Barrikaden gegangen dort. Ja, das stimmt. Gut. Okay. Kommen wir. Achso, eine Frage muss ich dir noch stellen. Wir haben ja bei Raw gesehen, dass Antonio Cesaro rauskam im Main Event Segment. Man dachte ja zuerst, dass er auf die Seite von Team Cena geht. Und hat dann doch dann Cena ein bisschen gefoolt und ist dann auf die Seite von Triple H und der Authority gegangen. Was bedeutet das? Denn er ist ja nicht im Team. Ich glaube, es war ganz einfach so die Unterstreichung, Cena, du hast keine Freunde. Aber mehr kann ich mir darunter auch nicht vorstellen. Vielleicht soll das einfach den Twist geben für Ryback oder so. Dass er dann noch ganz unerwartet, also was heißt unerwartet, das wusste jeder, aber so quasi unerwartet rauskommt. So wirklich? Könnte ich mir das vorstellen. Aber er wird nicht im Team sein und wird auch da keine großartige Rolle spielen. Ja. Zwar schade, aber wird wohl so sein, ja. Aber ich fand's, ich war mich zuerst ein bisschen gewundert, warum da auf einmal 6 Leute auf der Heel-Seite standen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, reden wir mal eben noch ganz, ganz kurz darüber, wer denn vielleicht die Hauptfiguren sein werden, die Pins einfahren. Wir können ja immer ganz kurz unsere kleine Elimination-Liste vorstellen. Also ich würde meinen, dass die Eliminations wie folgt ablaufen. Als erstes eliminiert Team Authority The Big Show, dann Dolph Ziggler, dann wird Eric Rowan jemanden eliminieren. Ryback wird dann 2 eliminieren, sodass es dann ein 2 gegen 2 ist. Und dann wird die Authority ein eliminieren und Cena wird als letzter Überlebender 2 von der Authority abfertigen. So würde ich jetzt ganz einfach spontan tippen. Cena wird der Letzte, der dann die Authority ja gnadenlos zerstört. Seth Rollins und wer bleibt noch übrig? Sagen wir Seth Rollins und Eric Rowan. Eric Rowan wird vielleicht noch Luke Harper. Luke Harper wird vielleicht noch Eric Rowan eliminieren. Vielleicht irgendwie sowas, aber Cena wird der letzte Survivor, der das Match gewinnt. Mit Ryback, oder nicht? Okay. Oder auch, ach, ich habe keine Ahnung. Also Ryback und Cena müssten eigentlich die Hauptfiguren sein in Team Cena. Also ich bin echt nicht gut in Match-Stories-Tippen, deswegen fällt mir das gerade ein bisschen schwer. Ich gehe davon aus, dass Luke Harper und Eric Rowan das Match eröffnen werden. Also die beiden werden zuerst aufeinander losgehen. Ich gehe auch davon aus, dass zuerst Eric Rowan gepinnt wird von Luke Harper. Und dann wird das relativ schnell gehen. Was glaubst du, Entschuldigung, kleiner Einwurf, wie lange geht das Match? Ich glaube, das Match wird schon 30 Minuten bekommen. Ich hätte 25 gesagt, okay. Na, siehst du. Na, dann, ich schätze mal, aber das kann ja auch, das kann ja in so viele verschiedene Richtungen laufen, dass Ryback dann Luke Harper pinnen wird. Und dann wird das relativ schnell gehen. Dann wird nämlich, jetzt schaue ich mal, wie nehme ich da am besten. Dann wird nämlich Kane Dolph Ziggler pinnen. Oh, okay. Ja. Seth Rollins wird dann Rusev pinnen und Seth Rollins wird auch The Big Show pinnen. Seth Rollins will Rusev pinnen. Rusev ist Seth Rollins Team. Ach Quatsch, Entschuldigung. Ja, genau. Wir können das Ganze übrigens auch ein bisschen abkürzen und ich kann 3 Kernfragen stellen. Wird Cena der letzte Survivor? Wer eliminiert Ryback? Wer eliminiert Rusev? Ich gehe davon aus, dass Cena nicht der letzte Survivor sein wird, denn ich gehe davon aus, dass Ryback der letzte Survivor sein wird. Wie waren die anderen beiden? Achso, genau. Cena wird nicht der letzte Survivor. Wie waren die anderen beiden Fragen nochmal? Das ist ja jetzt ausgeschlossen. Wer Ryback eliminiert, wäre damit weg. Und wer Rusev eliminiert? Ja, dann wird Ryback, denke ich mal, Rusev eliminieren. In die Richtung wäre es, glaube ich, bei mir auch gegangen. Jetzt so spontan. Genau. Okay.
Okay. Mensch, da haben wir aus 5 Main-Event, Main-Show-Matches trotzdem knapp 50 Minuten gebracht hier, jawohl. Ich find's aber interessant, oder ich bin gespannt, ob es dann irgendwie kleine Streitereien zwischen Cena und Ryback geben wird. Die hatten ja halt schon eine Fehde miteinander. Cena hat sich ja auch über Ryback lustig gemacht, hat ein bisschen nachgemacht und so. Ryback ist ja sowieso so ein bisschen auf der Ego-Schiene, was mich eh wundert, warum er dann im Team, sich für eins der beiden Teams entschieden hat. Wäre die Stipulation nicht da gewesen, hätte ich ja gesagt, dass Ryback irgendwie für gegen den Cena Pin turnt oder so. Genau, dass Ryback gegen Cena turnt und irgendwie für den Sieg der Authority sorgt. So denke ich halt, wie gesagt, dass dem Cena gewinnen wird. Ich glaube aber trotzdem, dass man das konsequent weiterführt und da irgendwie Ryback so ein bisschen noch als ja Ego-Sau darstellt, dass er vielleicht ein bisschen gegen Cena geht, aber dass Cena oder dass Ryback dann trotzdem das Match gewinnt, weil er selbst gewinnen will. Okay. Ich nehme das jetzt übrigens mal als durch Pin auf. Genau. Ja, ich tippe natürlich dann jetzt auch auf John Cena. Die Stipulation bei SmackDown hat es meiner Meinung nach leider zu offensichtlich gemacht. Wie es dann jetzt also laufen wird. Das Match wird nicht schlecht. Kane und Mark Henry werden sicherlich Tempo rausnehmen. Auch ein Big Show wird Tempo rausnehmen. Aber ich denke mal so in Phasen, wo vielleicht ein Dolph Ziggler, ein Seth Rollins, ein Rusev, ein Harper die Zeit im Match haben, da kann viel Action drin sein. Und wir lassen uns dann ganz einfach mal überraschen. Vielleicht, die Survivor Series ist ja komplett kostenlos, baut man den Schocker auf und lässt die Authority gewinnen. Das wäre dann wirklich der Schocker. Also, das wäre heftig. Ja, also dann wüsste ich nicht, wie die das bei Raw auflösen. Ich glaube kaum, dass man... Das ist ja schon das halbe Roster. Ryback, Rowan, Big Show, Dolph Ziggler und Cena. Ah. Also ich weiß nicht, wie man das verkaufen will, dass man muss ja nicht mal Cena irgendwie dann, oder man wird es wenn, dann sicherlich so machen, dass Cena halt in der Story aus den Shows geschrieben wird. Cena hat natürlich und geht zur Authority. Entschuldigung. Na, jetzt sind wir aber realitätsfern, mein Freund. Ja, das tut mir leid, Mama. Also ich ich weiß nicht, wie die das machen wollen würden, wenn es so kommen würde, von daher glaube ich nicht, dass Team Authority gewinnt. Punkt. Genau, Bottom Line. An dieser Stelle, ja. And that's the bottom line. Cause Stone Cold said so. Gut, abschließendes Fazit zum Pay-Per-View. Ich würde da mal gerade ganz spontan den Anfang machen. Und zwar, alles wurde um den Main-Event aufgebaut und der Main-Event ist auch das meistdiskutierte Match. Leider mit einem relativ vorhersehbaren Ausgang, wenn das nicht so eintritt, wie wir das jetzt vorhergesagt haben, dann sind wir beide ein bisschen sprachlos und stehen mit offenem Munde da, was die WWE dann aus dem Ärmel zaubern möchte. Ansonsten hat man ja eine kleine Card, die leider auch jetzt nicht so Show-Stealer-Potenzial bietet, weil wir werden, ich weiß nicht, ein standardmäßiges Tag-Team-Match sehen, das Diven-Match, also das Multi-Diven-Match brauchen wir gar nicht beachten. AJ gegen Nikki wird auch kein wrestlerisches Feuerwerk, dann hast du Fandango in der Pre-Show. Also auch vom Wrestling her wird das jetzt nicht die beste Show des Jahres, auf keinen Fall. Weil du hast ganz einfach nirgendwo diesen Show-Stealer-Kandidaten, alle Augen sind einfach auf den Main-Event gerichtet. Und ja, wenn mich jemand fragen würde, soll er den Pay-Per-View live gucken oder nicht, schlagt euch die Nacht lieber nicht um die Ohren. Guckt euch das in Ruhe einen Tag später an. Da seid ihr, glaube ich, auf der sicheren Seite. Ihr werdet da nichts verpassen. Der Pay-Per-View wird, glaube ich, alles in einem Durchschnitt werden. Ich versuche, keine hohen Erwartungen zu stellen und denke mal, dass es wird so ein 5 von 10 Punkte Pay-Per-View werden. So weder was Halbes noch was Ganzes. Die WWE müsst ihr schon etwas komplett Unvorhersehbares auspacken, damit ich hier vom Hocker gerissen werde und der Show hier eine megamäßige Bewertung gebe. Und da ich das ausschließe, sage ich, wird eine durchschnittliche Show mit soliden Aufbau im Main Event, der Rest mehr oder weniger lieblos hingeklatscht. Und ja. Darf ich? Ja.
Okay, ich sehe das wieder ein bisschen anders als du, beziehungsweise sogar sehr anders als du. Gerne. Der Pay-per-View ist gut aufgebaut. Natürlich dreht sich alles, wie du schon gesagt hast, um den Main Event. Die Main Event-Fehde ist wirklich die stärkste und am besten aufgebaute Fehde der letzten Jahre, was die Survivor Series Wollte gerade sagen, anbetrifft. Survivor Series, nicht die beste Fehde der Genau. letzten Jahre. Gut. Richtig, ne? Die Survivor Series-Fehde. Ich denke aber auch, dass vor allem das Four Corners Tag Team Match sehr gut wird. Es wird sicherlich auch der Opener sein, weil es halt ein schnelles Match werden wird. Und auch das Diven-Titel-Match. Ich kann dir immer noch nicht zustimmen, dass du sagst, dass das kein Wrestling-Feuerwerk werden wird. Und ich gehe mal davon aus, du meinst, du sagst es, weil Nikki da drin ist. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass Nikki wirklich nicht mehr so schlecht ist, wie man sie tut, wie man sie abstempelt. Von daher freue ich mich auch auf das Steven-Titel-Match. Ist ein gutes Die Recht. an genau. Auf die anderen Match oder die anderen Matches, da stimme ich dir allerdings zu. Das ist jetzt halt alles ein bisschen schmückendes Beiwerk. Aber drei Matches, auf die ich mich freue, ein Match davon wirklich gut aufgebaut, mit wirklich starker Besetzung, mit Story-Hintergrund. Von daher freue ich mich eigentlich auf den Pay-Per-View. Ist auch der erste Pay-Per-View wahrscheinlich seit 4 Monaten, auf den ich mich wirklich gefreut habe. Okay. Deswegen gebe ich auf jeden Fall die Empfehlung, den zu schauen. Ob man den nur live schaut oder ob man den dann brav in einer Maximum-Wiederholung im Nachhinein schaut, das sei jedem selbst überlassen. Ich schreibe Montag Klausurgeschichte, also. Ja. Dann kannst du dir eine von den 10 Maximum-Wiederholungen anschauen. Werde ich machen. Ja. Aber tatsächlich, Maxdome möchte für den Pay-Per-View, wenn man nach Freitag bestellt, 20 Euro haben. In Amerika ist das Ding kostenlos. Okay, gut. Ja, was? Na, ich sag ja, Maxon soll den Vertrag auslaufen lassen, damit das Network nach Deutschland kommt. Genau. Denn da kostet der im Monat November nichts und danach nur 9,99. Na, ich denke mal, in Deutschland werden das dann so 12,99 werden oder irgend so ein Spaß. Meinst Ja. du? Ich denke mal nicht 9,99 €, weil du musst ja ein bisschen die Umrechnung sehen und ja. Na, wenn es nach der Umrechnung geht, wäre das ja in Deutschland noch günstiger, weil der Euro ja nicht so viel wert ist wie der Euro. Der Euro ist nicht so viel wert wie der Euro. Nee, Entschuldigung, der Dollar ist nicht so viel wert wie der Euro. Ja, von daher, wenn du schon sagst, dass man aufgrund der Umrechnung, Warte, ich kann das mal dass eben der. ganz kurz im Internet nachvollziehen. Und zwar, wie viel US-Dollar? 9,99. Ja, stimmt, der US-Dollar ist mehr wert. 9,99 wären 7,99. Ja, Okay, Tatsache. von daher, ich denke mal, da wird man 1 zu 1 umrechnen und die WWE plant ja sowieso schon neue Zahlungsmodelle. Die haben ja in Amerika bis jetzt, glaube ich, sowieso schon, dass man Jeden Monat das kündigen kann. Network, genau, dass man das Network für 12,99 bekommt, dafür aber monatlich kündbar ist, dass man monatlich kündigen kann. Und wenn man das Network für 9,99 bestellt, dann gilt halt diese Vertragsbindung von 6 Monaten. Genau. Ah, genau. Also, ja, das Network, ich weiß nicht. Ich bin immer noch der Meinung, das war ein Schuss in den Ofen im Endeffekt und am Ende des Tages. Weil im Ende, du hast jetzt meiner Meinung nach keine Shows, die außer Pay-Per-Views, die das Network und vielleicht diese paar DVD-Specials, die das Network anschaubar machen. Du hast ab und zu mal so ein ECW-Special, aber das auf Dauer reicht das nicht. Und ich weiß nicht. Irgendwie, das Network braucht mehr Inhalt und vor allem, man muss aufhören, das so krampfhaft zu bewerben. Es ist ja nicht so, dass die Leute nicht wissen, wie sie ans Network kommen. Sie wollen es ganz einfach nicht. Und auch wenn es nur 3 Euro kostet. Das ist, denke ich mal, das Problem. Es werden nicht mehr als diese 720.000 oder 750.000 oder wie viel das sind, Abonnenten. Und die WWE wird konstant mit dem Network in den nächsten Jahren weiter große rote Zahlen schreiben. Ja, das sehe ich auch wieder ein bisschen anders. Also Jetzt sag nicht, die schreiben keine roten Zahlen. Das kannst du nicht abstreiten. wir reden ja über Meinung, nicht über Fakten. Ja, Fakt ist, dass die WWE aktuell rote Zahlen schreibt. Das ist Und so richtig. lange rote Zahlen schreiben wird, bis man durchschnittlich 1,5 Millionen Zuschauer hat. Beziehungsweise Na, Abonnenten. 1,2 Millionen. 1,5, 1,2 ist dasselbe. Ja, so, gut. Also ich denke, dass das Network auf jeden Fall der richtige Schritt war, weil das halt das Medium der Zukunft ist,
Ja, das Internet oder Streamingdienste im Internet werden in Zukunft immer mehr Bedeutung erhalten oder werden sogar irgendwann mehr Bedeutung bekommen, als es das Fernsehen im Moment noch hat. Und man sieht es ja auch bei, oder dass aktuell halt die WW noch rote Zahlen schreibt und man nicht die Abonnentenzahl erreicht, die man benötigt, um halt diesen Break-Even-Point zu erreichen. Das ist eigentlich völlig normal und die WW wäre doof, wenn sie das nicht einkalkuliert hätte. Denn das war Sie bei haben es allen nicht Streaming-Diensten. einkalkuliert. Sie haben es nicht einkalkuliert. Denn das war bei allen Streaming-Diensten bis jetzt genauso. Sei es Netflix, sei es Amazon Prime, sei Das es Problem ist, whatever. dass man den Anlegern versprochen hat, dass man bis Ende 2015 2 Millionen Abonnenten hat. Und dadurch ist einmal die WWE-Aktie gesunken. Dadurch musste man viele Leute entlassen. Macht jetzt extreme Einsparungen. Guck mal, die Pay-Per-View-Stages sind seit, keine Ahnung, jetzt fast einem knappen Jahr nicht mehr individuell, sondern einfach nur immer die Raw-Stages mit einem anderen Aufdruck. Also letztendlich geht es ja nur darum, wie ich die Sache aktuell sehe. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie, dass ich weiß, was in Stanford los ist oder was da vor sich geht. Ich frage mich halt, wo sollen die anderen Abonnenten herkommen? Weil. Ich finde oder ich gehe davon aus, dass zwar eine Abonnentenzahl von 2 Millionen bis Ende 2015 nicht realistisch ist, natürlich. Dass der Break-Even-Point, also 1,2 Millionen, aber durchaus realistisch ist. Denn es ist, wie gesagt, nicht unüblich und völlig normal, dass zum Anfang von einem neuen Network oder einem neuen Streaming-Dienst halt die Abonnentenzahl niedriger ist als erwartet. Es war, wie gesagt, bei allen anderen Streaming-Diensten bisher genauso, dass die Abonnentenzahl nach und nach immer höher wird und dann irgendwann auch eben konstant bleibt. Deswegen finde ich es durchaus realistisch, dass man vor allem, wenn das Network dann auch in den anderen Ländern gelauncht wird, sei es die UK, sei es Deutschland, sei es Indien vielleicht, weil da gibt es ja auch ziemlich viele Wrestling-Fans, Ich sag dass mal man so, dann man auf hat es jeden ja Fall. jetzt weltweit released und es kamen 30.000 Leute dazu. Ja, Ja, weltweit. okay, UK fehlt, Deutschland fehlt und ich weiß. Aber dafür hat man es in Timbuktu. Indien fehlt, ein Großteil von Asien fehlt. Das sind alles noch solche Gebiete, wo es halt viele Wrestling-Fans gibt. Deswegen bin ich der Meinung, man kann durchaus diese 1,2 Millionen erreichen. Man kann auch noch deutlich über diese Zahl gehen. Ich glaube nicht, dass man 2 Millionen erreicht, aber selbst wenn man halt in den schwarzen Zahlen ist, ist das schon ein Erfolg. Und wie gesagt, Streaming-Dienste, das wird ein immer wichtigeres Medium sein in Zukunft. Von daher war es der absolut richtige Schritt. Okay, Meinungen sind verschieden. Das können wir so Genau. akzeptieren. Ja, der WWE-YouTube-Kanal strotzt gerade nur so vor WWE 2K15 Walkthrough durch den My Career-Modus. Kurze Meinung: WWE 2K15, also ich habe es für die PS3. Und bisher, also auch wenn die ganz, ganz viele Leute sagen, es soll mega schlecht sein, ich finde es ein klein wenig besser als 2K14 und finde es von daher jetzt keine mega Enttäuschung, weil ich weiß nicht, was die Leute erwartet haben. Ach, das ist ja auch wieder ein Thema, womit wir einen ganzen Podcast füllen können. Ich bin auch sehr gespannt und freue mich auf das neue Spiel. Du holst Ich dir es kann, wohl ich für kann. PS4 oder wirst du auf PS4 spielen oder? Na, auf der Xbox Ach One. so, Also Xbox, schon ja, okay, vorbestellt, aber das Next Gen, okay. wird morgen beim Briefkasten liegen. Ich kann auf der einen Seite die Leute verstehen, die sich darüber aufregen, dass halt das Spiel ein bisschen entschlackt wurde, dass da viele Dinge gekürzt wurden. Auf der anderen Seite kann ich die Kritik gar nicht nachvollziehen, weil es halt total vorhersehbar und auch logisch ist, dass wenn eine Serie gerebootet wird, dazu noch auf einer neuen Konsole erscheint, dass da zuerst mal wenig Content dabei rumkommt. Es ist ja völlig der richtige Schritt, dass 2K sich darauf konzentriert, die Grafik zu verbessern, eine neue Engine einzubauen. Ja, dass man erstmal ein Grundgerüst schafft und dann Jahr für Jahr eben den Content aufstockt. Das hat ja THQ nicht anders gemacht mit dem Sprung von der PS1 auf die PS2. War ja genauso. Dieser viele Content mit der Creation Suite und den vielen Matcharten, da kam ja auch erst.
ab SmackDown 2007, 2008 und dann immer weiter. Vorher war es ja bei SmackDown versus Raw 2006 und 2007, da sah es ja auch ziemlich made, Fade, ja, made, Made, ja, Mau. madig, fade, genau so, irgendein Adjektiv aus mit dem Content, weil halt dieser Sprung auf die neue Konsole damals, ja, einherging. Von daher bin ich vollkommen damit zufrieden, wenn man jetzt ein wirklich solides Grundgerüst aufbaut mit dem Gameplay, auf das ich sehr gespannt bin. Und dann kannst du Und nächstes Jahr der, da immer noch ganz, ganz viel draus machen. genau, man sieht ja jetzt schon, ja, man sieht ja jetzt schon die ersten Anzeichen für den neuen Content, wenn ich mir sehe, wie großartig anscheinend das Superstar-Studio geworden ist. Viele, viele Dinge, die sich viele Spieler oder viele Fans eben seit Jahren gewünscht haben, dass man Superstars wieder bearbeiten kann, dass man eigene Face-Templates einbauen kann. Man hat aber, das sollte man vielleicht dazu sagen, bei der Next Gen ein paar Nachteile, die tatsächlich dann exklusiv für die PS3 sind oder beziehungsweise Xbox 360. Das ist jetzt nicht der Hugot NXT-Modus, davon rede ich nicht. Aber die Cre oder die Core-Plätze, CAW-Plätze sind halt bei der PS3 und Xbox 360, ich glaube, da sind es 50 und auf den Next Gen sind es, glaube ich, nur 25 oder so. Genau, das, wie gesagt, das rechne ich aber auch dem Wechsel auf die neue Konsole an. Also das entschuldige ich 2K, dadurch, dass man halt erstmal mit den neuen Konsolen klarkommen muss, dadurch, dass man eine neue Engine eingebaut hat, dadurch, dass man eben auch grafisch eine Menge gemacht hat. Ich gehe schon stark davon aus, dass das bei 2K16 schon deutlich anders aussehen wird. Es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die flamen, weil es gibt ja auf der Xbox One und PS4 hier außer einem normalen Standard-Tag-Team-Match und einem No-DQ-Tag-Team-Match gar nichts. Also kein Hell in a Cell, kein Extreme Rules, kein Ladder-Tag-Team-Match und so. Sondern halt wirklich nur diese Standard-Match-Arten ohne irgendwas Spezielles. Aber jetzt mal ganz ehrlich, hast du schon mal dich hingesetzt und ein Triple Threat Backstage Brawl einfach so gespielt? Das nicht. Ich spiele aber wirklich, wirklich gerne solche Six-Man Battle Royals ohne Pin oder Quatsch, ohne Over-the-Top-Rope, besonders im Online-Modus, weil man da so halt dann mit seinen Freunden ja solche Matches zocken kann, ohne auf irgendwelche Match-Stipulationen oder Regeln achten zu müssen. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum 2K die Matcharten rausgenommen hat, die ja komischerweise im My-Career-Modus noch drin Ja, sind oder genau. im Universe-Modus auch. Also da kann man Ladder-Matches und Cell-Matches spielen, im Exhibition- und Online-Modus aber nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil das kann man dann nicht auf die neue Engine oder auf den Umstieg auf die neue Konsole schieben, wenn sie in dem einen Modus da sind, in dem anderen Modus aber nicht Ja, da das ist sind. richtig. Da kann ich die Kritik verstehen. Ja, okay, cool. Aber ansonsten sehe ich das relativ gelassen. Gut. Okay, dann würde ich meinen, finden wir mal einen Abschluss. Wir sind ein wenig vom Thema abgedriftet. Ja, denke mal, wir haben alles zur Survivor Series gesagt. Wir haben ganz kurz noch 2K15 angesprochen. Haben ein bisschen über das aktuelle WWE-Geschehen geredet, unter anderem das Network. Ja, ein umfangreicher Podcast, aus dem wir tatsächlich eine Stunde fünf gemacht haben. Echt nicht schlecht für sechs Matches. Und ich bedanke mich natürlich recht herzlich bei dem Brahma, der sich die Zeit genommen hat und ja, uns fachkompetent heute zur Seite stand. Ich denke mal, beim nächsten Mal bei der Survivor Series Review am Dienstag kommt sie raus, am Montag wird sie aufgenommen, ist dann der Chris wieder an unserer Seite. Und ja, wir werden dann in der Tippspiel-Tabelle den Brahma wieder sehen, was er da so richtig getippt hat, beziehungsweise nicht richtig getippt hat. Und allerspätestens, wenn er irgendwann mal wieder eine Bestrafung kriegt, dann muss er wieder ein Teil sein. Ja. Mich hat es auf jeden Fall auch gefreut, mal wieder da zu sein. Immer wieder gern, wenn es die Zeit zulässt. Und ja, dann, ich denke mal, dann können wir damals den Podcast abschließen. Ja, ich muss dir aber noch das obligatorische Schlusswort geben. Indem ich als erstes Tschüss sage und du die letzten Worte dieses Podcasts hast. Ich melde mich ab, wir hören uns beim Ja. nächsten Mal. Tschüss! Okay, der Main Event gehört mir. Und den Main Event kann man, glaube ich, nicht besser abschließen, als zu sagen: Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und noch einen schönen Abend für euch. Tschüss.